Das Besondere an dem neuen Bus, er ist jetzt ein Dreiachser, er ist ein bisschen länger, 1,50. Das ermöglicht uns im Fahrgastraum mehr Komfort für die Spieler. Wir haben also jetzt mehr Sitzplätze, aber vor allem einen besseren Sitzabstand. Wir haben es geschafft, wir haben jetzt bei sehr vielen Sitzen einen Tisch, wo man dann umstellen kann, elektrisch auf eine Fußauflage. Das doch bei längeren Strecken, wir fahren ja bis nach Bremen, wir fahren bis nach Rostock und so weiter, dass die Fahrer, Fahrgäste hier angenehm sitzen. Ja, ich glaube, der ist rundum gelungen, kann man schon so sagen. Von außen ist er schön mit der Choreo von unseren Fans. Und auch hier drin bietet er auf jeden Fall viel Komfort. Er gefällt mir richtig gut von außen. Das Design, was sie sich überlegt haben, ist wirklich gut gelungen. Den kompletten Bus entlang, einmal die Tribüne mit Fahnen, mit Fans. Also ich hätte genauso den Bus gestaltet, hätte ich ihn selbst gestalten dürfen. Es wird dann wahrscheinlich so laufen, dass die ältesten Spieler zuerst wählen dürfen und dann wird sich da relativ schnell eine Sitzordnung rauskristallisieren. Ich habe tatsächlich schon einen Favoriten. Ich bin jetzt leider das erste Spiel nicht dabei, aber ich hoffe, dass ich dann, wenn man sieht, hier auf dem Platz sitzen kann. Das wird so ungefähr die Position widerspiegeln, was ich auch im alten Mannschaftsbus hatte. Und dann darf sich der Leon auch sehr gern zu mir gesellen. Das wäre jetzt meine Wunschlösung. Ja, ich habe da mit Bernie schon gesprochen, der kam auf mich zu und hat gesagt, dass der Platz wie gemacht ist für mich hier. Deswegen kann ich hier auch leider nicht weg. Muss mich hier natürlich um die Speisen, die vor mir sitzen werden, kümmern, um den Fernseher und auch um den Kühlschrank. Und er hat da gesagt, da braucht er eine vertrauenswürdige Quelle, die das hinten, weil er sieht ja nur, was vorne passiert, die das hinten für ihn übernimmt. Und da habe ich dann natürlich gesagt, wenn es sein muss, würde ich einfach hier sitzen bleiben.